Herr Ingbrechtsmüller, die Kamera läuft. Wie läuft es bei Ihnen? Danke, sehr gut. Ich freue mich auf den 29. Sind noch ein paar spannende Tage. Ich bin fit, kann rausgehen zu den Menschen. Herrliche Erlebnisse, tolle Gespräche. Also ich freue mich richtig auf die nächsten Tage. Sie sind ja schon länger in der Politik, in der Kommunalpolitik, aber eine Kampagne, wie Sie sie jetzt fahren, ist wahrscheinlich auch für Sie Neuland. Wie fühlen Sie sich eigentlich dabei? Ist es Druck? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich habe den wenigsten Druck von allen Kandidaten. Wir haben eine Kampagne, die vom Anfang bis zum Ende gut durchgedacht ist. Also wir haben keine Aktionen, die jetzt auf irgendetwas anderes schließen lassen oder wenn jetzt irgendetwas passiert und wir sagen, das stellen wir um, sondern wir arbeiten sehr genau, zielorientiert. Und da lassen wir uns auch nicht abbringen und dass wir das eine oder andere dabei haben, dass wir vielleicht manchen irritiert oder manchen schmunzeln lässt, das war uns schon bewusst. Ich stehe nicht nur für Wirtschaft, ich komme aus der Wirtschaft, ich stehe für die Menschen. Und das zählt einmal als Erstes. Also für mich heißt es der Mensch zuerst. Und mein Slogan ist ja, weil er die Menschen mag. Und ich habe das jetzt gesehen in den letzten Tagen im Wahlkampf. Die Menschen kommen zu mir, die Menschen sprechen mit mir, auch die jungen Menschen. Man muss natürlich die jungen Menschen aufklären. Die Medien tragen sicherlich einiges dazu bei, dass es eine gewisse Verdrossenheit zur Politik gibt. Aber grundsätzlich muss man sagen, ein jeder Politiker, egal welchen Couleur er angehört, versucht gut zu arbeiten im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ich glaube, das spricht auch für sich, weil ein Politiker, wenn er es ernst nimmt, es geht los um 8 Uhr in der Früh und endet irgendwann um Mitternacht und manchmal leidet auch die Familie. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in einer sehr, sehr guten Familie aufgewachsen bin, tolle Eltern, einen wunderbaren Bruder gehabt habe, der älter war, da habe ich mich immer durchsetzen müssen. Aber ich war nie so einer, der mit der Ellenbogentechnik irgendwo rangegangen ist, sondern ich habe immer versucht, das Gespräch zu suchen, den Ausgleich zu finden und dann natürlich, wenn es notwendig war, habe ich dann schon auch das eine oder andere Wort verwendet, das vielleicht manchen nicht so gefallen hat. Peter Engelbrechtsmüller kennt man auch auf dem Sportplatz. Ich kann mich erinnern, ehrgeizig, Durchsetzungsvermögen, meistens in der Verteidigung am Fußballplatz, stimmt das? Ich habe das Glück gehabt, dass ich in dieser ganz, ganz tollen Mannschaft vor 33 Jahren, würde ich mal sagen, mitspielen habe dürfen, also als 17-Jähriger, mit einem Bimbo Spring, mit einem Gü damals, mit einem Helmut Krein, mit einem Wolfgang Obenhaus, mit einem Rupert Fürnhammer. Da hat es so viele ausgezeichnete Fußballer gegeben, aus Weidhofen, aus der Region. Das war für mich eine große Ehre, als 17-, 18-Jähriger da in der Kampfmannschaft zu spielen. Aber nicht nur sportlich tätig. Man weiß, dass Peter Engelbrechtsmüller auch gern die Drumsticks in den Fingern hält. Ja, ich bin natürlich begeisterter Schlagzeuger. Das ist ja keine Frage. Und da mit der Paul-Autobus-Bruchband, der heute schon sehr lange die Treue, als mit 21 Jahren also bin ich dazugekommen. Wir haben erst kürzlich das Jubiläum gehabt, das 40-jährige Jubiläum mit fast 1000 Besuchern im Schlosshof. Das war schon beeindruckend. Was macht eigentlich Peter Engelbrechtsmüller, wenn er sich wirklich entspannen möchte? Da nehme ich meine Freundin oder meine Lebensgefährtin, die Susi, an der Hand und unternehme mit mir wunderbare Ausflüge in die Natur, in unserer Region. Oder wir gehen fein essen oder sie kocht bei mir zu Hause. Und wenn es dann ganz, ganz fein für mich ist, dann kommt meine Tochter dazu, wenn sie Zeit hat, die arbeitet im Krankenhaus. Und wenn sie das alles ausgeht, das ist für mich die größte Entspannung, die es gibt. Natürlich in Weidhofen, das ist keine Frage. Also wir haben in Weidhofen wunderbare Gasthöfe und Gaststätten und da kann ich nur wirklich jedes Einzelne empfehlen. Natürlich bleibe ich da auch in Weidhofen oder in der Region. Wir haben ein tolles Kulturangebot, vor allem heuer die Volksbühne im Sommer. Sensationell, was da geboten wurde. Am linken Fuß. Am liebsten gehe ich einkaufen zu unserem oberen Stadtplatz. Einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Und wenn nicht gleich was passt, bin ich ungeduldig. Ah, das sind natürlich meine Freunde. Das ist keine Frage. Speziell die Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, muss man auch sehr schätzen. Wenn man sich unsere Region anschaut, das Mostviertel oder hier, das Ibstal, wie das wunderbar gepflegt ist, da gehört schon sehr viel dazu. Und die Einstellung, die Bauern zur Arbeit haben, ist wirklich großartig.
lustvoll, ohne Fleisch, Fisch, alles Gemüse, Salat. Ich hoffe, die ÖVP legt zu, die ÖVP gewinnt und wünsche allen noch bis zum 29. September alles Gute und bitte daran denken, am 29. September wählen zu gehen, Vorzugsstimme Peter Engelbrechts-Müller, darum bitte ich Sie.